Nichts geht über frisch gewaschene Haare, oder? Sag mal bitte, dieses Gefühl. Duh. Es ist nur ein Gerücht, ob es stimmt, das wissen wir. Genau. Das Frühstück ist da. Ich nehme immer Scrambled Eggs mit Sourdough. Eines unserer Top 5 Tools, oder? Ja. Um quasi deine Frequenz anzuheben, um in die High Vibes zu kommen. Das hier ist die Bond Street und die New Bond Street. Und ich zeige euch jetzt gleich die schönste Weihnachtsdeko ever. Restlos begeistert. Schaut euch mal bitte diese Queen an. Wow. Boah, das stimmt. Was kostet in Deutschland eine Bratwurst? Auf dem Weihnachtsmarkt meinst du? Ja. Ich bin zu Hause angekommen und ich möchte unbedingt mit euch ein Unboxing machen. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog im Glitzmas. Look who I found. This one and this one. Wir sind auf dem Weg zum Groomer. Louis muss zum Friseur und wir müssen uns echt beeilen, weil wir sind schon richtig spät dran und deswegen kann ich nicht so viel vloggen und kann ich nicht so viel mit euch quatschen heute Morgen. Aber später, wir nehmen euch natürlich wieder mit und ja, let's go. Was ist, wenn du morgens um 7 aufstehst und du hast Hunger? Mhm. Das ist auch so ein Lifestyle wie in Spanien. Mhm. Wo so voll, die fangen halt langsam in den Tag an. Der hat halt gesagt, überall wo er hingehen wollte, stand erst um 10 Uhr öffnen. Weil schon, er hat halt, die australische Kultur ist halt ein bisschen anders, hat er gesagt. Da stehen halt die Leute einfach früher auf, das ist wie in Deutschland. In Deutschland kann ich halt schon um 6 Uhr zum Bäcker gehen. Okay, das heißt, wenn wir in Paris sind, können wir erst... Ah nee, wir können ja im Hotel frühstücken. Ja. Aber wenn wir jetzt zu irgendeinem Brunch-Place gehen wollen würden, dann könnten wir nicht frühstücken. Ja. Okay. Wir sind gleich da, beim Groomer. Und das wollte ich euch ja vorhin im Aufzug sagen, wozu ich keine Zeit hatte, weil ich so rushen musste. Wir sind auf dem Weg zum Groomer. Louis muss zum Friseur. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es auch so Wörter, wo du dir so denkst, wie kann das gleich geschrieben werden zum Beispiel oder ähnlich, aber zwei komplett unterschiedliche Bedeutungen haben. Mann und Mann. Also mit einem N und mit zwei N. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Bedeutungen. Mann und Mann. Man sieht dich überhaupt nicht. Du bist komplett im, ich find's voll im gut. Licht. Hi. Ich bin erleuchtet. Du bist erleuchtet. Also der Mann als das Geschlecht Mann mit zwei N, also mit Doppel-N und dann Mann mit einem N. Ich glaube, jemand, der Deutsch lernt, der denkt sich so, bitte was? Ich verstehe es gerade nicht. Wieso schreibe ich das eine mit einem N und das andere? Die wissen, also ich glaube, für uns ist es ich weiß normal. Was. Sag's. Sehen. Sehen? Ach, und sehen. Also das ist nur ein bisschen anders aussprechen. Stimmt. Das ist schon, also das ist ein Hut ab für jeden, der Deutsch lernt. Ja, ich sehe dich. Und ich sehe das Feld. Das Feld. Und das ist nur ein bisschen. Das ist echt komisch. Also ich glaube auch, Deutsch ist wirklich keine einfache Sprache zu lernen. Und sie ist aber deutlich einfacher zum Lernen als jetzt zum Beispiel Kroatisch oder Bosnisch oder Serbisch. Weil im Serbisch-Kroatischen, Bosnischen, also Jugo, um es zu vereinfachen, da kommt es ja immer darauf an, sprichst du mit einer Frau, sprichst du mit einem Mann, sprichst du mit zwei Frauen oder sprichst du mit einem Mann und einer Frau. Je nachdem, mit wem du sprichst, enden auch die Worte. Das ist so crazy einfach. Und im Deutschen ist es ja wirklich egal, ob du mit zwei Frauen sprichst oder mit zwei Männern oder mit einer Frau und einem Mann. Du sagst immer, wie geht's euch? Wie sagst du das auf Jugo, wenn ein Mann und eine Frau, wenn du beide ansprichst? Kakoste. Wie? Ja, und wenn es zwei Frauen sind? Kakuste warst, wie? Und wenn es zwei Männer sind? Kakuste warst, Leute. Ah ja, stimmt. Ja, ich bin bescheuert. Und im Englischen ist how are you? Wie schön Chelsea ist. Es ist strahlend blauer Himmel. Strahlend blauer Himmel. Und diese wunderschönen Gebäude. Ich liebe es einfach. Boah, das stinkt! Boah, Baby, ich spuck gleich. Boah. Igitt, kannst du mal den Leuten bitte sagen, was du da tust? Ich versuche gerade seine Kacke wegzuwerfen, aber Boah. London hat so ein Mülleimerproblem. Wollt ihr wissen, warum? Unnützes Wissen. London hat ganz oft an vielen populären Stellen keine Mülleimer. Das ist noch aus der Zeit der RFA, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ja?
Das war die terroristische Vereinigung aus Irland oder so. Und die haben dann immer Bomben in die Mülleimer getan und sie dann gezündet. Und deshalb ist in ganz vielen Bereichen sind keine Mülleimer mehr. Komm mal kurz. Ja. Eine Frage an dich. Was tun wir gerade? Wir gehen zum Branching. Oh, ja. Guten Morgen. Ich dachte, wir gehen zum Juice Babe frühstücken. Warte kurz. Das können wir auch machen, wenn du willst. Nein, ich will zum Branching. Baby, kannst du aufhören, diese Scheiße zu wedeln? Der Dalli wedelt dann immer diese Tüte mit Kaka. Und ich habe immer das Gefühl, boah, das kommt gleich in mein Gesicht. Ja. Wir sehen uns gleich im Granger. Ach, guten Morgen, Pavilion Road. Ach, es ist so schön hier in der Pavilion Road. Vor allem auch abends mit den ganzen Lichterketten hier. Das ist eine der schönsten Straßen. Hier habt ihr alles. Hier gibt es, wenn ihr Wein mögt, gibt es das hier. Dann gibt es hier einen Cheesemonger. Da drüben ist Cheese Bread Ahead. Da könnt ihr richtig leckeres Brot euch holen. Dann hier ist das Natura. Da holen wir immer unser Gemüse. Hier gibt es frischen Fisch. Hier gibt es den Chelsea General Store. Da könnt ihr auch so Kleinigkeiten, so Feinkostsachen holen. Hier ist, wie gesagt, der Natura. Wolf and Lamb sind wir super gerne gewesen eine Zeit lang. Ist ein komplett veganes Restaurant. Also ist auch krass, gell, die Pavilion Road so leer zu sehen. Ja, die kommen jetzt, glaube ich, erst alle ab 10. Hier ist unsere Laundry Service. Da lassen wir unsere Wäsche waschen. Hier ist das Granger & Co. Hier sind wir immer super gerne, sowohl im Sommer als auch im Winter. Das Frühstück ist da. Ich nehme immer Scrambled Eggs mit Sourdough. Lachs und Avocado. Und immer ein O-Saft. Den Ginger Shot hier könnt ihr leider nicht trinken, weil der euch alles verbrennen wird. Und das sind die Pancakes von da, die so verdammt gut aussehen. Jedes Mal, wenn ich die sehe, bin ich jealous, dass ich sie nicht genau mache. Mach trotzdem. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I want. Outfit of the Tages. Was? Okay, Outfit of the Day. Und zwar trage ich meine Prada Boots. Hose ist vom Zara. Pulli, Kaschmir-Pulli ist von Kos. Jacke von Max Mara. Hermes-Tasche. That's it. Jetzt holen wir Louis. Louis is ready to be collected. Nee, sie hat geschrieben, Louis is all ready for you. Weil collected hört sich immer so an, als ein Paket, ein Parcel. Wie so ein Paket abzuholen oder so. Ja. Cool. Wie hat es dir geschmeckt? Sehr gut. Auf einer Skala von 0 bis 10? 9. Echt? Ja. Bei mir war es heute eine 10. Echt? Es war so lecker. Also ich weiß nicht, wie die das, also ich weiß eigentlich schon, wie sie es machen. Ich habe nämlich einen Blogpost gelesen von dem Gründer von Granger & Co. Und der hat gesagt, du musst das Rührei mit ein bisschen Sahne machen und dann darfst du das nicht rühren in der Pfanne, sondern du foldest es quasi, nee, du schiebst es immer so in die Mitte rein. Mhm. Und ich sag's euch, der Typ hat recht. Ich habe nämlich daheim versucht zu machen. Und es schmeckt einfach so lecker. Wenn du so einen Schuss Sahne reintust, wirklich. Cool. Aber du isst ja keine Eier, deswegen. I don't eat eggs, I don't drink milk. Okay. Nur in Keksen. Ja, genau, in Keksen. Das versteckte Ei in den Keksen. Das versteckte Ei, das ist meine Ausnahme. Bevor wir Louis abholen, braucht er noch kurz eine Zahnbürste. Wir müssen nämlich seine Zähne putzen. Oh, der hat ja eine Zahn-OP gehabt. Deswegen Zahnreinigung. Also ich versuch's zumindest mal. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Weil der ist da sehr, sehr eigen. Wenn es um Zähneputzen geht. Und was brauchen wir noch? Feuchttücher hast du gesagt, ja? Ja, also ein Tütchen. Okay. Und wir wissen beide, dass es nicht dabei bleiben wird, weil in dem Laden hier rasten Dali und ich immer komplett aus. Was heißt ausrasten? But we lose our minds. Und kaufen dem Louis dann immer Spielsachen und Pullover. Ich zeige euch mal da hinten. Oh, das ist so süß. Guck mal. So ein kleines Halstuch für Weihnachten. Ich glaube, das hole ich ihm auch. Seht ihr, das meine ich. Ich komme hierher für eine Zahnbürste und laufe raus mit einem
Halstuch. Das ist wie mit dem DM. Kennt ihr das DM-Syndrom? Ist es immer noch sowas in Deutschland? Früher war das immer so. Ich gehe kurz zum DM und kaufe nur Lenore. Bin dann mit 60 Euro rausgelaufen. Please don't tell me, dass ich die Einzige bin. Jedenfalls habe ich ihm hier letztes Mal einen Pullover gekauft. Der ist so schön und hochwertig. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich kaufe ihm nochmal einen für Weihnachten. Vielleicht so einen. Oder so einen. Also ich glaube, das nehme ich ihm auf jeden Fall mit. Das mag er nämlich auch. Aber das ist, glaube ich... Nee, das gefällt mir nicht so. Oh, so ein Häuschen ist auch voll nice. Die Betten sehen so hochwertig aus und hier gibt es ganz viele verschiedene Leinen. Ich sehe gerade, die haben richtig schöne Mäntel. Wow. Ist übrigens alles handgemacht. Oh mein Gott, ich raste aus. Wie schön kann eigentlich eine Jacke für den Hund sein? Das Ding ist halt, Louis braucht wirklich eine, weil der hat kein Unterfell. Das heißt, der friert richtig, richtig arg und zittert auch. Und es gibt Geschenkpapier. Oh mein Gott. Für seine Weihnachtsgeschenke. Okay. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Hast du alles? Ja. Das nehmen wir auch noch mit. Passt voll gut zu deinem Outfit heute. Oh, so, I think she hasn't done them. But I'll double check with her. Hast du das hier schon gesehen? Wie süß. Oh mein Gott, guck mal die Weihnachtskarte an. Das könnte ich sein, ja. Oh, wie süß. Mein Gott. Okay, ich komme hier definitiv nochmal her und kaufe ruhig Weihnachtsgeschenke. So, jetzt muss nur Louis hier abholen. Ich weiß doch nicht, wo er ist. Wow. Guck mal, Townhouse Crèche oder Crèche, wie heißt das? Crèche, was heißt Crèche? Krippe vielleicht. So kann sich doch ein Hund auch irgendwie verwöhnen lassen, oder in so einem Ambiente. Voll schön. Ich sehe ihn nirgends. Ach so, kann ich hinlaufen? Hm. Nee? Ah. Oh, hi, Louis. Oh, there we go. Good boy. Oh, wow. Yeah, yeah, yeah. Cool, ich hab dann. Wie flauschig. Wie hübsch. Kannst du dir vorstellen, hier die Betten auseinanderzunehmen? Wie schön. Wir können ja mal fragen, ob er kurz da rein kann. Einfach mal schnuppern. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree. So, es ist immer noch der gleiche Tag. Es ist einfach nur ein paar Minuten später. Oh, ich musste meine Haare waschen. Ich wollte meine Haare waschen. Ich versuche nicht mehr das Wort versuchen zu sagen und das Wort müssen, sondern zu sagen, ich darf oder ich möchte. Also, ich wollte meine Haare waschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, wenn deine Nägel gemacht sind und deine Haare frisch gewaschen sind, bist du eine picobello gerichtete Frau. Achte immer darauf, dass deine Nägel schön sind und dass deine Haare frisch gewaschen sind und you're good to go quasi. So hat sie das halt gemeint. Dann ist es ihm relativ wurscht, ob du Make-up trägst, was du für Klamotten anhast, ob du einen Jogginganzug anhast oder einen Blazer oder ein Kleid. Nägel, frische Nägel, frisch gewaschene Haare. That's the why we're looking for, okay? Und so ist es bei mir. Und ich sag's euch, das Outfit kann so schön sein, wie es möchte. Wenn meine Haare fettig sind, bin ich einfach, ich fühle mich so, so, Dann gehen Dali und ich noch mal kurz nach Chelsea rein mit den Fahrrädern, weil wir die Tüte vergessen haben im Love My Human. Wir haben den ganzen Einkauf vergessen für Louis und das Stativ von der Kamera. Und ich hatte noch so richtig Lust, zum Gisou-Store zu gehen. Ich wollte ja vorgestern gehen. Schaut mal, wen ich hier vorgefunden habe. Die zwei. Dass sie ganz geduldig warten und die Adventskalender aufzumachen. Okay. Pizza. Weißt du, was es jetzt gibt?
Sit. Good boy. Das ist sehr lecker. Danke. Oh, wow. Nummer 6. Ach, hier. Das sieht... Oh, das ist auch noch Aries. Ach, mal gucken, was ein Aries hier versorgt. Ein Parfum. Tamdao, das ist deins. Das nutze ich immer. Bitteschön. Aber das kannst du auch mal. Das ist ja nee, ich mag das nicht für Frauen. Ich mag es eher, wenn du es trägst. Ich hab's doch gerade. Ach, hier ist es. Vielleicht ist es ein Lippenstift. Das wäre so schön. Mm. Oh ja, das sieht aus wie ein Lippenstift. Es ist wirklich ein full-size Lippenstift. Kannst du dir das vorstellen? Wie heißt das? Was du schon hast? Ruby Woo. Oh mein Gott, das ist eine schöne Weihnachtsfarbe. Mein Teekalender sieht so aus. Und das sechste Türchen ist hier. Peppermint and... Oh. Licorice. Wie heißt das? Lakritze. Wie wird das ausgesprochen? Lakritze. Licorice. Licorice. Nee, wie wird das auf Englisch ausgesprochen? Wird das Licorice? Licorice, ja. Der Steiner. Das, also, ich mag kein Lakritze. Aber du magst Pfefferminz. Ja, aber da ist Lakritze. Aber vielleicht magst du es ja als Tee. Probierst du auch. Guck mal, das sind alles heute meine Geschenke, sind deine Geschenke. Raffaello gehabt. Ich hoffe heute. Oh Mann, hey, ich habe echt heute gedacht, da ist ein Nikolaus drin. Aber irgendwie die Engländer. In England ist das nicht so mit Nikolaus. Ja? Ja. Was ist inside? Ein Oil Beauty Booster. Haare sind frisch gewaschen, frisch geföhnt. Ich habe mich umgezogen, dieser Rollkragenpulli. Der ist wunderschön, aber der war so heiß. Und ich habe hier angefangen zu schwitzen und das hat dann angefangen zu jucken. Ich hatte hier vor ein paar Tagen eine Gesichtsbehandlung, die heißt Morpheus 8. Und... das hat angefangen voll zu jucken und ich habe jetzt Angst gehabt, dass sich das irgendwie nicht entzündet oder so, aber halt, dass dieser Juckreiz nicht weggeht. Deswegen habe ich mir einen anderen Pullover angezogen. Wir gehen jetzt los. Wir gehen die Tüte holen, die wir vergessen haben. Und dann gehen wir zu Gizu, oder Baby? Aber Vorsicht! He's cool, man! Jedenfalls ist diese Abendsonne so schön! Wunderschön! Nichts geht über frisch gewaschene Haare, oder? Sagt mal bitte, dieses Gefühl, wenn die einfach so... Seht ihr das? Wie die einfach so, so fresh und so clean. Ah, große Liebe. Was wollte ich euch noch sagen? Ach so, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Meine Cousinen waren beide da und zwar 4-5 Tage lang letzte Woche. Und ich habe keine einzige Sekunde die Vlogkamera rausgeholt und ich habe keine Sekunde davon aufgenommen. Und dabei habe ich das krasseste ever manifestiert. Ich habe einfach mein Brautkleid gefunden. Ich habe mein Brautkleid gefunden. Oh mein Gott. Ich bin mit null Erwartungen reingegangen in diesen Termin. Ich meine, ich könnte mal eine komplette Story... Wollt ihr mal ein ganzes Video nur zu diesem Thema sehen? Ich kann euch ja alle Bilder zeigen von Brautkleidern, die ich anprobiert habe, die es nicht geworden sind. Selbstverständlich zeige ich euch nicht das Brautkleid, was es dann geworden ist, aber das werde ich natürlich irgendwann mal dann mit euch teilen, wenn die Hochzeit vorbei ist und so weiter. Aber hättet ihr da so grundsätzlich Bock drauf? Interessiert euch das? Dann kann ich auch so ein bisschen erzählen, wo wir waren, wie so die Experience war. Das interessiert die natürlich nicht. Meinst du, das interessiert die Leute natürlich nicht? Natürlich nicht. Dali macht sich gerade lustig über meine Frage. Klar interessiert es die Leute, bestimmt. Mich würde es interessieren. Dich würde es interessieren. Dali habe ich nämlich... Ah, das kann ich euch dann auch erzählen. Was war so ein absoluter Traumtag. Wir waren dann richtig lecker brunchen in so einem super special place in Chelsea. Und eine meiner Cousinen ist ja meine Trauzeugin. Und dann ist Dali dazu gekommen. Dann habe ich ihm die Brautkleider gezeigt, die es nicht geworden sind. Und du fandest fast alle schön, gell? Ja, bis auf eins. Bis auf eins, ja. Und... ich glaube, bei einem sogar hätte er sich gewünscht, dass es das Brautkleid geworden wäre. Und dann habe ich. Es war etwas Besseres. Es ist was. Also, es ist. Also, mein Brautkleid. Oh Gott, ich könnte jetzt schon wieder heulen.
Ich weiß gar nicht, wie ich das dann am Tag der Hochzeit machen soll. Ich glaube, ich werde einfach gar kein Make-up tragen. Das bringt eh nichts. Bei der spanischen Sonne und bei den ganzen Tränen, die fließen werden. Wie habt ihr das eigentlich gemacht, wenn ihr schon geheiratet habt? Hattet ihr irgendwie einen Make-up-Artisten? Hat euch jemand geschminkt? Und wenn ja, hattet ihr wasserfestes Make-up? Oder habt ihr gesagt, nee, komm, ich mache gar keine Mascara erst drauf, sondern ich mache mir einfach nur künstliche Wimpern und gut ist? Oder wie habt ihr das gemacht? Sharet mal all eure Tipps mit mir, bitte, die schon geheiratet haben. Denn ich habe tatsächlich vor, mich selber zu schminken, weil ich möchte, dass Dali mich so sieht, wie er mich immer sieht mit dem Make-up. Aber dazu dann mal in diesem ganzen Hochzeitsvlog mehr, wenn ihr... Sagt mir mal zwei Dinge. Möchtet ihr das sehen, dieses Video? Und gebt mir all eure Tipps bezüglich Make-up, Haare, Sonne, Hitze, Schwitzen, Weinen. Let's go. Ich weiß, dass ich mich auf euch verlassen kann. Und mir ist aufgefallen, dann bin ich wirklich fertig. Ich habe euch den Adventskranz noch gar nicht bei Tageslicht gezeigt, immer nur abends. Und der sieht natürlich bei Tageslicht viel, viel schöner aus. Oh mein Gott, ist der schön. Und der ist handmade, custom made, also für mich gemacht worden, so wie ich es wollte. Ich habe mir die ganzen Sachen, die ihr hier seht, ausgesucht. Und das sind übrigens echte Beeren. Ja, die trocknen dann irgendwann und sind wunderschön. Vier Jahre leben wir hier und du schwärmst jedes Mal, wenn wir hier vorbeifahren. Ja, ich werde jedes Mal schwärmen. Das ist wie wenn ich irgendwas manifestiere, was ich auf meinem Vision Board oder so war. Oder? Warte, ich zoome gerade voll in dein Gesicht rein. Aber du warst trotzdem im Fokus. Voll schön. Jetzt. Egal wann ich hier bin, ich bin jedes Mal so demütig und so dankbar, dass ich hier leben darf, dass wir uns das manifestieren. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Ich zeig mal hier ein bisschen, wie das aussieht. Schaut dir das mal an. Schick. Und dann du durchs Bild. Wow. Echt schön aus. Hier machen wir immer unsere Dankbarkeitsspaziergänge, gell? Yes. Oder halt auch in einem anderen Park. Ja. Eines unserer Top 5 Tools, oder? Ja. Um quasi deine Frequenz anzuheben, um in die High Vibes zu kommen, um deine High Vibes aufrechtzuerhalten und natürlich dann eben alles das in deinem Leben zu ziehen, was du dir wünschst. Yes. Wir sind schon fast da. 12 Minuten. Es gibt eine kleine Planänderung. Und zwar haben wir uns... Zwischenstopp. Zwischenstopp, genau. Bevor wir zu Visu gehen wir Fish and Chips essen. Oh. Und das ist ein Restaurant in Mayfair. Und du würdest vielleicht denken, oh, Fish and Chips, ist das ein Imbiss? Nee, es ist tatsächlich... Erzähl mal, du kennst dich da ein bisschen besser aus. Es ist ein Restaurant. Ich glaube, die hatten sogar mal einen Michelin-Stern. Ich weiß nicht, ob die den immer noch haben. Aber das schmeckt so geil. Und das ist... Das ist eine Mischung aus Restaurant und Imbiss. Ah. Also ein bisschen hat schon einen Look wie ein Imbiss, aber so voll hochwertig. Ja, genau, so ein hochwertiger Michelin-Sterne-Imbiss. Auch schmeckt mega. Schmeckt richtig lecker. Wie gesagt, einmal im Monat muss sein. Ja. Und heute ist der Tag. Heute ist der Tag. The wonders of life got the prettiest side. Da drüben, für alle, die sich interessiert, da drüben ist Selfridges. Jetzt, wir sind immer noch zu früh, oder? Das Restaurant. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Um 4 Uhr haben wir den Tisch. I have no watch on me. Ich glaube, da ist eine Uhr. 3 Minuten vor 4. Ja, perfekt. Also, was ein Timing. Ist hier eigentlich auch das Rocker? Ja. Auch in der Straße gibt es ganz viele Restaurants. Und ist hier eigentlich auch die Kirche, wo wir mal essen waren. Da vorne, wo die Lichterkette bis zur Säule hochgeht. Genau, da könnt ihr auch mal essen gehen. Das ist eine alte Kirche, die ist umgebaut worden zu so einer Food Hall. Ja. Gibt eine richtig leckere Pasta und Pizza. Das hier ist der Fish and Chips Place, wo wir jetzt hingehen. Der heißt Mayfair Chippy. Und gleich daneben, hier wo die Säule ist, ja, da ist diese Food Hall, von der wir euch gerade erzählt haben. Und das ist diese alte Kirche. Die wurde umgebaut und da gibt es eine richtig leckere Pizza drin. Ich habe einen Salat mit Goat Cheese bestellt und mit roter Beete und Chips. Und Dali hat diese gigantischen Fish and Chips bekommen und die sind wirklich der absolute Hammer. Ich habe die einmal gegessen, wow. Die Herausforderung ist nur, dass es einfach viel zu groß ist für mich. Ich schaffe das also. Aber ich darf probieren, gell? Ja? Und die berühmt-berüchtigte Bewertung. Essen heute? Was? Wie bitte?
8? Eine 8, ja. Warum keine 9? Ich fand es letztes Mal ein Ticken besser. Okay. Ich glaube, dass wir quasi am Ende von der Frittier-Fett-Session gekommen sind. Du glaubst, dass... Das letzte Mal hatten wir Frisches. Du schmeckst dann raus ein bisschen. Okay. Das hat eine 8. Service gebe ich eine 7. Mhm. Hier ist der Service nicht so. Ja. Und Wipe? Ja. Okay. Also overall eine 8 von 10. Ja. Okay, eine Sache, die wir euch unbedingt über London mitteilen möchten, sind die privaten Clubs, in denen Menschen quasi Teil sein können. Das hat hier was ganz Geschichtliches, Historisches. Es ist quasi mega besonders, wenn du in einem der berühmten, geheimen Clubs bist, also Mitglied bist, und du kommst auch nicht einfach rein. Das ist so ein ganzes Konzept eigentlich dahinter, gell, wenn man so reinkommt. Und eines dieser berühmten und begehrten Clubs oder Clubmitgliedschaften ist es im Annabelle's. Und das Annabelle's ist so krass, und du weißt es, glaube ich, besser mit der Queen, oder? Ja, man sagt, dass sie... Du musst ein bisschen... Man sagt, dass die Queen, oder dass das einzige Club war oder Members Club, wo die Queen mal zu Besuch war. Es ist nur ein Gerücht, und bestimmt, das wissen wir. Genau, weil wir hinter verschlossenen Türen... hier gibt es eine Disco auch, oder? Das hat auch so mit einer Disco angefangen. Ja. Ich glaube in den 60er oder 70er. Ja. Und ganz, ganz viele prominente Schauspieler, Politiker, wer auch immer, sind halt von diesen ganzen Clubs in London Mitglieder. Und das Annabelle's ist eines der krassesten. Und du kannst da auch nicht einfach reingehen, und du kannst ja nicht einfach eine Mitgliedschaft kaufen. Du musst dich bewerben. Dann reicht auch allein die Bewerbung nicht aus. Du brauchst ein Empfehlungsschreiben von jemandem, der schon Mitglied ist in Annabelle's, der dich dann wiederum empfiehlt. Es ist ein ganzer Akt, da reinzukommen. Und ich war letztes Jahr, oder, war ich drin? Ja. Ich war Sushi essen mit einer Bekannten, und das sieht von drin so krass aus. Also ihr müsst euch das mal im Internet angucken. Und jedes Jahr hat Annabelle's so eine ganz besondere Fassade zu Halloween, im Frühling, im Sommer und eben an Weihnachten. Und was ist es jetzt? Dieses Jahr sieht so krass aus einfach. Wow. Jetzt zeig's doch mal. Wow. Okay, are you ready? Are you ready? Tada! I mean, look at this. Ein Karussell an der Fassade. Wow, also wirklich ein Karussell an der Fassade geht's. So, Annabelle, wie viel Wow-Effekt möchtest du haben? Ja. Sieht so nice aus. Schau dir das mal an. Das sieht so cool aus. Wow. Und da drin gibt es halt auf verschiedenen Etagen gibt's verschiedene Bars, verschiedene Restaurants. Es gibt einen Club. Und ja, meine Manifestation ist definitiv, hier Mitglied zu werden. Yes. Das hier ist die Bond Street und die New Bond Street. Und ich zeige euch jetzt gleich die schönste Weihnachtsdeko ever. Und zwar von Cartier. Are you ready? Wow. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home. Das hier ist die sehr dezente, und ich meine das überhaupt nicht ironisch, sondern sehr ernst, die dezente Deko von Dior in der Bond Street, denn die haben halt einfach den Vogel abgeschossen im Harrods. Das sieht so krass aus. Und oh mein Gott, wie wunderschön sieht eigentlich. Ich wollte gerade sagen, voll dezent, aber so zurückhaltend schön. Wow. Oh wow. Okay, das ist, glaube ich, vielleicht meine liebste Deko dieses Jahr. Hier kannst du dir halt so viel Inspo holen für deine eigenen Produkte oder so. Das ist der Wahnsinn. Louis Vuitton hat, naja. Oh, was ist das? Ja. Das sind Lego-Steine. Lego-Steine? Ja, really? Bist du sicher? Ja, guckst du ja. Oh wow, das ist ja voll was für dich, gell? Guck mal, das ist alles aus Lego gemacht. Geil. Aus Lego? Ja. Das auch? Alles. Krass. Hat es ein Mensch zusammengebaut? Wahrscheinlich mehr. Wow. Schon krass, gell? Boah, das wäre ja dein Traumjob, oder? Nee, da würde ich verrückt werden, weil das zu lange dauert. Das ist immer das Gleiche. Man muss wissen, Dali liebt es, Lego aufzubauen. Du hast schon ein Lamborghini, was hast du noch? Ein Piano und? Ein
Nintendo. Stimmt, Nintendo, genau. Guck mal hier, die ganze Deko. Oh, das ist ja alles aus Lego. Das sieht ja aus. Oh, wow. Das ist ja cool. Wow, ist das aufwendig. Guck mal hinten, der Hintergrund ist auch alles aus Lego. Oh, wow. Das ist hier ein Schaufenster. Okay, trotzdem bleibt das hier meine absolute Nummer 1. Ich meine, schaut euch diese... Das ist so prächtig und trotzdem so zurückhaltend. Ganz viel Klasse und ganz viel Wawawum und trotzdem ist es so zurückhaltend. I love it. Das nächste Highlight in London ist Fortnum & Mason. Ich meine, schaut euch diese Fassade an. Und da hinten ist Gisou! Da hinten, da hinten, da hinten. Oh mein Gott, ich könnte heulen vor Freude. Ich weiß nicht, ich habe gerade schon zum Dali gesagt, ich freue mich irgendwie, das zu sehen von Gisou, als wäre es eine Freundin, die irgendwie einen Store aufgemacht hat. Ist so schön zu sehen, was alles möglich ist. Und ich meine, schaut euch mal bei Fortnum & Mason die Türchen an. Da wird immer jeden Tag eine neue Tür aufgemacht. In England, habt ihr ja schon bei unseren Adventskalendern gesehen, gibt es immer 25 Türchen statt 24. Ja, ich glaube, Gisou ist zu. Was? Da, nein, da ist nicht zu. Da geht weder jemand rein noch raus. Seit, wir gucken jetzt mal. Seit 2-3 Minuten. Vielleicht machen die nur bis 17 Uhr oder so. Nein, bis 8. Vielleicht ist heute Ruhetag. Nein, da ist kein Ruhetag. Hallo? Aber es kann nicht sein, dass da keiner reingeht. Doch, das scheint nicht so. Okay, vielleicht weil bei der Öffnung war so viel los. Die haben nicht zu, die haben offen. Und ich freue mich so reinzugehen. Oh! Kannst du dir mal vorstellen, deinen eigenen Pop-Up-Store zu haben? Ja. Und das Leute so wie wir jetzt... Lass uns doch nicht über die Straße, ich will das Laden. Ach so, okay. Von der anderen Straßenseite. Sorry. Sorry? Da ist er. Übrigens, auch so eine typische englische Sache ist, für alles immer sorry sagen, immer. Ey, auch wenn du nicht sorry bist, du sagst sorry. Auch wenn dir jemand auf den Fuß tritt, sagst du sorry. Das ist England. Wow. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Wow. Baby, kannst du dir mal vorstellen, dass Leute vor unserem Pop-Up-Store stehen und sich genauso fühlen wie wir gerade? Ja. Oh wow, es ist schön. Oh! Schaut euch das mal an. Was für eine schöne Deko. Ich bin restlos, restlos begeistert. Schaut euch mal bitte diese Queen an. Wow. Oh mein Gott. Ich habe mir natürlich alles gleich geholt. Übrigens, that's me. Es ist hier alles so durchdacht. Jedes Detail, an jedes Detail wurde gedacht. Ich habe mir einiges geholt, das kann ich euch ja mal zu Hause zeigen. Und schaut euch diesen Merch an mit der Tasse und dem Teddy. Und es, Baby, sag mal, es wurde doch an jedes Detail gedacht, gell? Mhm. Unfassbar. Die haben sogar Regenschirme da hinten. Ich meine, wow. Die haben sogar ihren eigenen Honig. Den habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich gerade voll auf Manuka stehe. Aber ja. Also ich verstehe, warum sie so erfolgreich sind. So viel Liebe fürs Detail, so viel Perfektion, das ist der Wahnsinn. Hier ist halt auch irgendwie nichts dem Zufall überlassen worden, gell? Alles richtig gut geplant und gedacht. Das sind die Geschenksets. Richtig nice. That's me again. Mit meiner Tüte. I love it. So schön. Und das Krasseste ist dieses Puzzle. Also ich habe es mir jetzt nicht geholt, aber Dali und ich haben unser Bild mal unseren Familien vor 2 Jahren als Puzzle geschenkt. Und wir werden definitiv auch irgendwann mal so ein eigenes Puzzle machen. Ich liebe es. Es ist großartig. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I want to be. I'll be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better lose and
sagt mal einer, wir hätten keine richtigen Weihnachtsmärkte. Hier steht German Sausage Company. Da kannst du dir eine Bratwurst, Krakauer, Käsewurst und Currywurst holen. Also, Baby? Leider nichts Veganes. Leider nichts Veganes. Aber es gibt an der Tower Bridge gibt's einen Weihnachtsmarkt, der hat eine vegane deutsche Bratwurst. That's it. Probieren wir aus. Dali hat eine Frage an euch. Was kostet in Deutschland eine Bratwurst? Auf dem Weihnachtsmarkt meinst du? Ja. Okay, schreibt mal in die Kommentare, was kostet bei euch auf dem Weihnachtsmarkt eine Bratwurst? Ja. Oder eine Bratwurst? Also wir sind hier bei fast 10 Euro. 10 Euro? Für eine Bratwurst, ne? Guck mal, Käse-Bockwurst 8 Pfund, Frankfurter 8 Pfund, Beef Sausage 9 Pfund sogar, das sind 11, 12 Euro. Wow. Und schaut mal, das wird genauso gemacht wie in Deutschland. Wir zeigen euch jetzt als Highlight des Tages, dann war heute so ein richtiger Christmassy-Vlog für euch, eine wunderschöne Location, wo Schlittschuh gefahren werden kann. Und es gibt ganz viele hier in London und das ist eine der schönsten. Es gibt noch eine andere, die ist in der Nähe von Battersea. Und dann noch die hier. Und die ist... Und in Greenwich ist auch, glaube ich. Oh, in Greenwich, ja. Da haben wir früher gelebt, tatsächlich. In Greenwich. Oh, wow. Oh, what a vibe. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. Ich bin zu Hause angekommen und ich möchte unbedingt mit euch ein Unboxing machen von all den wunderschönen Sachen, die ich mir bei Gisu geholt habe. Socken. Ich habe eine riesengroße Christmas-Kollektion an Socken. Ich habe alle möglichen Weihnachtssocken. Ich sammle auch Weihnachtssocken tatsächlich. Ich sammle Weihnachtspullover, Norweger-Pullover. Ich sammle Weihnachtstassen tatsächlich. Ich habe aus verschiedenen Jahren verschiedene Tassen. Ich bin ein Riesenfan. Ein riesengroßer Fan. Und diese Socken sind nicht von dieser Welt. Guckt euch diese Socken an. I mean what? Dann, da ich wie gesagt Tassen sammle und Tassen liebe und nie genug Weihnachtstassen haben kann, habe ich mir die Weihnachtstasse geholt. Oh mein Gott, wie schön. Schaut euch das an. Ist sie nicht einfach nur wunderschön? Dann habe ich mir den Pullover gekauft. Ich konnte nicht anders. Die hatten auch eine Decke, aber die Decke hat mich nicht so angesprochen. Ich bin eigentlich relativ happy mit meinen Hermes-Decken, die ich habe. Und den Pulli habe ich mir geholt. Einfach weil er wunderschön ist, mega kuschelig und es ist halt einfach der Holiday-Pullover und man kann nie genug Christmas-Sweater haben und das ist der hier. So. Oh, I love it! Oh, I love it! What's next? Dann habe ich geholt einmal das Lip Oil. Cute. Dann als letztes habe ich geholt und habe ich mir auch verpacken lassen, ist das neue Produkt von ihnen und zwar das Body Oil. Ich benutze gerade das von L'Occitane und ich liebe es. Ich bin verliebt. Gerade so vom Abend zu Bett gehen, liebe ich das, mich so einzuölen, nachdem ich ein Bad genommen habe und dann creme ich mich ein und habe meinen Schlafanzug an und bin in so eine frische frische Bettwäsche rein. Oh, es gibt für mich nichts Schöneres als dieses Gefühl von Frische auf Frische auf Frische und dann kuschelst du dich ein. Ach, ich liebe es. Und das ist das Packaging von dem Öl. So sieht die Verpackung aus. Schaut mal, wie wunderschön die Glasflasche aussieht. Ihr seht, mit was ich zu begeistern bin. Mit Socken und Kuschelpullovern und Kerzen. Übrigens, die hatten auch eine Duftkerze, aber die hat mich gar nicht angemacht. Die hat mich überhaupt gar nicht irgendwie angezogen. Guck mal, wie süß die sind. Oh mein Gott, wie okay, keiner von uns beiden. Oder doch du. Was ist denn das Cooles? Ist da noch was drin? Ich glaube, ein Zettel. Honey
infused hair perfume. Happy holiday. As a thank you for shopping with us, we'd like to share a 10% discount code for your next purchase. Oh, nice. Let's see. Okay. Danke, dass ihr dabei wart heute bei unserem Vlog, bei unserem Glitzmas-Vlog Nummer 2. Schreibt uns unbedingt, wie ihr die Vlogs bisher findet und ob euch das so gefällt, was wir mit euch machen. Oder ob euch das zu viel Christmas ist. Oder ist es genau richtig? Ich habe schon im letzten Vlog gelesen, dass ihr das Intro richtig toll findet, dass ihr es liebt, durch die Straßen von Londons mitgenommen zu werden. Einfach, weil ihr dann auch diesen Vibe aufsaugen könnt. Was genau machst du hinter mir? Im Hintergrund, damit wir zeigen, dass es nicht zu viel Christmas ist. Oh nee, weg damit. Und ja, euer Feedback ist das, was uns im Prinzip zu diesem Kraftstoff gibt. Kennt ihr das? Ihr kennt es ja, ihr geht auf eine zu einer Tankstelle und füllt dann quasi Benzin nach, damit ihr weiterfahren könnt. Und so ähnlich ist es mit eurem Feedback. Euer Feedback ist wie Benzin für uns. Was machst du eigentlich? Ich zeig, dass wir ganz wenig Christmas daheim haben. Ganz wenig. Ich glaube, der nächste Vlog, der am Sonntag kommt um 11 Uhr, der wird dann der Vlog, wie wir unseren Weihnachtsbaum holen. Was machst du? Oh, oh, oh. Guck mal den da unten an. Was macht eigentlich Papa, ha? Was macht der? Wir freuen uns auf euer Feedback und danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr uns ja treu bleibt und dass ihr bei den Vlogs immer so schön dabei seid und uns ja, immer verfolgt und das mögt, was wir hier online stellen. Wir sehen uns übermorgen. Also nee, eigentlich nicht. Wir sehen uns am Sonntag um 11 Uhr mit Glitzmas Vlog Nummer 3. Tschüss.